So könnte es ab März 2016 in der Sendlinger Straße aussehen. Dann will die Stadt auch das zweite Teilstück der Straße zur Fußgängerzone machen. Hier ist der Eingangsbereich zur Sendlinger Straße. Und hier in diesem oberen Bereich ist die Hermann-Sack-Straße und die Hackenstraße. Also zwischen diesen beiden Straßenzügen soll die Sendlinger Straße versuchsweise zur Fußgängerzone werden, inklusive der an sie angrenzenden Seitenstraßen, der Schmidtstraße und der Singelspielerstraße. Die Anwohner und rund 50 Ärzte rund um die Sendlinger Straße sind darüber alles andere als erfreut. Statt einer Aufwertung erwarten sie unter anderem steigende Mieten und mehr Lärm durch die begrenzten Lieferzeiten. Die gravierendsten Konsequenzen sind erstmal, dass natürlich die ganzen Parkplätze wegfahren, aber auch die Durchfahrt ist nicht mehr möglich oder nur noch teilweise möglich. Es ist natürlich auch schwierig, durch die Fußgängerzone mit vielen Fußgängern zu fahren und dann dort zu halten. Das wird alles sehr schwierig. Außerdem für ältere Leute, wie das bei der Informationsveranstaltung der Stadt zu hören war, die können nicht mehr abgeholt werden von Verwandten, weil die ja nicht mehr durchfahren würden. Taxis dürfen nicht fahren und wie auch Pflegepersonal oder Essen auf Rädern, das wäre alles nicht mehr möglich hier. Die Stadt betont, dass sie vollstes Verständnis für die Bedenken der Bürger habe. Aber gerade deswegen wolle man das Ganze erstmal in einem Verkehrsversuch ausprobieren. Nach dieser Versuchslaufzeit von einem Jahr werden wir einen Beschluss nochmal dem Stadtrat unterbreiten und sagen, hat sich der Versuch bewährt, konnte mit den Fragestellungen, so wie sie aufgetreten sind, entsprechend umgegangen werden, hat man Lösungen gefunden, ist es eine Situation, die wir guten Gewissens als Empfehlung dem Stadtrat aussprechen können. Wenn wir das können, dann werden wir den Stadtrat bitten, mit dem Grundsatzbeschluss, den wir dann machen zu diesem Thema Fußgängerzone Sendlinger Straße, dass wir das Baureferat damit beauftragen können, in eine dauerhafte Planung einzusteigen. Zunächst soll getestet werden, wie sich die Fußgängerzone mit den angrenzenden Straßen verträgt. Außerdem soll es Erhebungen im Parkraum geben. Ob eine erweiterte Fußgängerzone dem Einzelhandel und der Lebensqualität denn nun zuträglich ist, in rund einem Jahr wissen wir mehr.